Willkommen bei Nette Leid aus dem Wirtshaus Hackinger in Wien-Hietzing, hier am Stammtisch. Und hier am Stammtisch hat Platz genommen ein ganz berühmter Mann. Ein Mann, dessen Leben sehr, sehr spannend verlaufen ist, mit unglaublich vielen Erfolgen. Ich heiße willkommen Peter Wolf bei uns. Servus, grüß dich, hallo. Stammtisch deshalb, weil du tatsächlich auch hier im Hackinger öfter anzutreffen bist. Nehme ich an. Es ist richtig, es ist, in der Nähe von mir und es bietet sich an, dass ich da immer wieder vorbeischaue. Genau, das ganz Besondere an dir ist, du hast enorme Erfolge in deinem Leben erzielt. Nummer eins einmal, im ersten Gesprächsteil reden wir mal zum Thema Behindertensport. Mhm. Du hast Medaillen abgeräumt und Siege, wie man sich das nur vorstellen kann, und zwar im Tischtennis. Genau, so vielleicht erzählst du uns einmal, wie bist du zum Tischtennissport gekommen und wie warst du so talentiert? Also ich bin eigentlich relativ spät zum Tischtennissport gekommen. Ich bin ja eigentlich erst dann zum Tischtennis gekommen, wie wir im Internat, gab es eine Gruppe von Tischtennisspielern und da war vom Behindertensportverband ein Trainer vorhanden und da habe ich mich einfach in der Gruppe integriert und habe also dort sozusagen die ersten Schritte, damals Ping-Pong, jetzt der Tischtennis genau, einfach. Ja Ping-Pong, genau. Und jetzt mittlerweile die, also wirklich so weit, dass man Tischtennis dazu sagen darf. Und hast du dort dein Talent erkannt oder wie war das? Also ich würde jetzt mal sagen, Talent würde ich jetzt mal nicht sagen, aber der gewisse Ehrgeiz war halt einfach vorhanden, dass ich einfach, wenn ich eine Sportart betreibe, dann ist es also nicht so, dass ich jetzt so also irgendwo mitmischen möchte, sondern dass ich einfach vorne mit dabei sein möchte, wenn es irgendwo möglich ist. Wer parallel zum Tischtennis auch noch Leichtathletik gemacht, aber das habe ich relativ schnell abgehakt, weil zwei Hände ohne Trizeps, das heißt ohne Strecker, ist natürlich Leichtathletik relativ schwierig. Und das Ausschlaggebende, wo ich dann alles an Leichtathletik weggeschmissen habe, war, da waren wir in London und haben einen 100-Meter-Lauf gehabt und ich war eh schon Letzter und habe als Letzter noch Spuren gewechselt und es war strömender Regen und dann haben sie mich noch disqualifiziert. Ich habe gesagt, das kann nicht mein Sport sein. Und somit bin ich beim Tischtennis geblieben. Das kann ich das ganze Jahr ausüben, weil es eben immer in Hallen gespielt wird. Und ja, und da ist dann mit viel Training einfach immer wieder der eine oder andere Erfolg dazugekommen. Der eine oder andere Erfolg, du untertreibst gehörig. Wenn ich mich gut erinnere, hast du so ziemlich alles gewonnen, was man im Behindertensport im Tischtennis gewinnen kann. Du warst mehrfacher 16-facher Staatsmeister. Ja, ich bin 18-facher Staatsmeister. Ja. Du warst Weltmeister, Europameister. Nein, ich war alles Vize. Ich war Vize-Olympiasieger. Vize-Olympiasieger, Vize-Welt- und Vize-Europameister. Ja. Und das mehrmals. Ja. Und wenn wir uns da Bilder von damals anschauen, vielleicht reden wir da mal drüber. Wann war das, als dieses Foto aufgenommen wurde mit dem roten Schläger in der Hand? Du überforderst mich jetzt ein bisschen mit Jahreszahlen. Ungefähr. Ich bin mich so überhaupt kein Statistiker, aber es ist ungefähr 20 Jahre her, wo ich auch immer wieder geschaut habe, dass ich Sponsoren hatte. Die rote Seite, das täuscht jetzt ein bisschen ab, ich kann die rote Seite auch hier bieten. Genau. Das heißt, die Schläger haben normalerweise immer zwei Seiten, zwei Farben. Und damals war noch Pflicht rot-schwarz. Jetzt mittlerweile darfst du wieder andere Farben auch drauf haben. Aber sie müssen den internationalen Tischtennisregeln entsprechen. Und vielleicht erzählst du uns einmal, wohin hat dich der Tischtennissport, deine Karriere als Tischtennis-Champion überall hingeführt? Naja, die Paralympischen Spiele, wo ich Silbermedaille gewonnen habe, war damals in England, in Stoke-Mandeville, weil das Problem war das, dass an und für sich wären die Paralympics in Amerika gewesen. Nur die Army haben für die Organisation vorab so viel Geld verbraucht, dass sie dann für die Spiele selbst keine Kohle mehr gehabt haben. War für uns natürlich ein bisschen schade, weil England sind wir regelmäßig gekommen und nach Amerika fliegst du doch nicht alle 14 Tage. Ja, also das heißt, ich war in London klarerweise, ich war in Miami, ich war in Europa so in ziemlich vielen Ländern unterwegs, ich war in Taiwan, ich war in Peking, also es war
Peking ist irgendwie so der Klassiker fürs Tischtennis. Genau, ne? So ist es. Ja. Also, aber wir zu dieser Zeit, wo ich also wirklich viel unterwegs war, haben wir in Österreich eine sehr, sehr starke Tischtennismannschaft gehabt. Da haben wir ungefähr 15 bis 16 Rollstuhlfahrer gehabt, die in verschiedenen Kategorien eingeteilt sind, nämlich abhängig von vom Grad der Behinderung. Und da haben wir uns eigentlich mit Deutschland gemessen. Damals war das wirklich so, dass also Deutschland, Österreich die Spitzenleute waren. Mittlerweile ist in Österreich leider sehr traurig, weil wir haben im Moment für die Paralympics jetzt keinen einzigen Rollstuhlfahrer mit dabei, weil die alle eben aufgehört haben und nichts Neues dazugekommen ist. Und du hast uns da einen Schläger mitgebracht. Wenn wir uns den einmal anschauen, bedeutet dir dieser Schläger etwas? Bedeutet mir dieser Schläger etwas? Ich sage einmal so, das ist das Material, mit dem ich tagtäglich stundenlang gespielt habe. Ich habe auf einer Seite eine Noppe und auf einer Seite einen glatten Belag. Das heißt, nachdem ich also von der Handfunktion relativ schlecht bin, muss ich mir irgendwo schauen, wo ich mir einen Vorteil rausholen kann gegenüber den anderen Kollegen. Beziehungsweise habe ich ja auch in Vereinen gespielt, wo ich nur gegen Stehende gespielt habe. Und die Noppe ist einfach dazu da, um das Spiel vom Gegner zu zerstören. Und der glatte Belag ist für mich so, dass er extrem griffig ist. Das bedeutet, ich kann damit extrem schnittige Service spielen. Und damit habe ich eigentlich sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Und das Konträre an dem ist einfach, der Gegner muss immer aufpassen und muss sich immer konzentrieren, mit was ich jetzt in den Ball zurückspiele, weil das Verhalten von glatt auf die Noppe zu 100% anders ist. Ja, und wie viele Medaillen hast du eingeheimst? Kann ich dir nicht verraten. Das kann ich dir nicht verraten, aus dem einfachen Grund, die großen Medaillen, ja, die weißt du, das sind ungefähr 7 Medaillen bei Welt, EM und Paralympics. Dann hast du 18 Staatsmeistertitel und alles andere, muss ich dir ganz ehrlich sagen, haben wir irgendwann einmal aus der Lade herausgenommen, haben das in einen Sack hineingegeben und liegt jetzt im Keller unten. Weil schon so viele waren. Ja, es ist einfach so, dass die Lade schon so schwer geworden ist, weil auch wenn sie nicht unbedingt jetzt extrem viel wert sind, Gewicht haben sie trotzdem. Und du hast ja dann eigentlich nur mehr die in der Wohnung, die du sozusagen, die dir etwas bedeuten, die einfach mehr darstellen. Um noch einmal auf das Wir zurückzukommen, muss man dazu sagen für unsere Zuschauer, du bist seit fast 40 Jahren oder so verheiratet. 42 Jahren verheiratet, ja. Hast eine 36-jährige ja. Tochter. Wir sehen sie hier als Kind mit einem Hund, war das euer? Ja, mit dem Quino, ja. Mit genau. Dem Quino, das war euer Familienhund. Genau so ist das. Genau. Und war deine Frau auch immer mit bei den Turnieren oder am Anfang vielleicht? Ne? Am Anfang war sie mit dabei, klar. Aber dann ist es so, dass es einfach zu kostenintensiv wird. Damals war es noch wirklich so, dass die meisten Kosten von den Turnieren selbst getragen werden mussten, außer in Paralympics, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Also Förderungen, so wie jetzt die Sporthilfe oder dass du beim Herrensport mitsporteln kannst, das gab es damals einfach nicht. Da waren ganz, ganz andere Voraussetzungen und die ganzen Qualifikationsturniere, die bist du eigentlich auf Eigenkosten gefahren. Also eine unheimliche Belastung. Hast du dir das mit Sponsoren finanzieren müssen? Genau so ist es. Also ich habe also 3 Partner gehabt, die immer mit dabei waren und die mir also da unterstützt haben und der Rest ist halt aus Eigenkasse hineingelaufen. Das heißt, man musste es sich auch leisten können, so viele genau. Europameistertitel, Weltmeister und olympische Titel für Österreich eigentlich zu erhalten. Ja, du musst dich, und das musst du jetzt immer noch, du musst, um bei Weltmeisterschaften oder Paralympischen Spielen dabei sein zu dürfen, musst du in der Welt einen gewissen Platz einnehmen. Das heißt, der wird vom Veranstalter dann festgelegt. Das heißt, in meiner Kategorie waren es die ersten 20. Und du Welt, warst unter den 20 Weltbesten. War, genau so ist es, ja. Was waren da das beste Ranking, das du erreicht hast? Achter. Achter der ja. Weltrangliste. Ja, ja. Ist beachtlich, beachtlich. Also, ja. Hier haben wir noch ein Mitbringsel am Tisch liegen. Ist das ein Hund? Was ist das für ein Tier? Ja. Also das ist ein ganz, ganz besonderer Pokal eigentlich. Ein Pokal? Das ist ein Pokal. Und zwar, wie du schon erwähnt hast, hatten wir einen Schäferhund. Und wir haben 2 gehabt. Und
Die sind also wirklich im 14. Bezirk bekannt gewesen, weil meine Schäferhunde sind mit 9 Wochen ohne Leine Fuß gegangen. Und ich habe auch ein bisschen Hundesport gemacht und habe also eine Begleithundeprüfung gemacht und habe bei dieser Prüfung einen Pokal gewonnen. Und das war sozusagen, das ist mein Hundesportpokal. Und ich finde ihn so originell und der hat einfach einen an Ehrenplatz, weil die Hunde waren eigentlich bei mir immer mit im Büro. Das heißt, sie waren 24 Stunden da bis zu dem Zeitpunkt, wo die Katrin auf der Welt gekommen ist, wo sie zu Hause bleiben konnten. Aber ansonsten waren sie immer mit mir unterwegs. Und somit war natürlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu unserem Hund gegeben. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit dem Scheppern der Uhr am Tisch. Ich glaube, das hat unsere Tonmeisterin nicht so gerne. Gut. Aber das ist also. Und ihr habt dann nachher nach diesen beiden Schäferhunden keine Hunde mehr gehabt? Also wir persönlich nicht. Die Tochter hat noch einen Golden Retriever gehabt. Mhm. Aber ansonsten ist es jetzt damit persönlich mit Hunden eins zwei vorbei. Ja, du hast also eine unglaubliche Karriere hingelegt im Behindertensport mit dem Tischtennis. Und unglaublich vielseitig, auch in all deinen anderen Tätigkeiten, über die wir noch im zweiten Teil des Gesprächs genauer uns das anschauen, nämlich als Entertainer, das ist dann quasi deine zweite Karriere, die du begonnen hast nach dem Behindertensport. Hier vielleicht noch einmal ein Bild, das ich auch sehr schön finde, da bist du bei Bundespräsident Glästil und wurdest geehrt, war das nach einem Wettkampf. Genau, das war also nach den Paralympischen Spielen, ist es üblich, dass die Sportler eingeladen werden zum Bundespräsidenten und der Bundespräsident einen Empfang für die Sportler gibt und das war eben bei einer dieser Veranstaltungen. Du hast am Anfang gesagt, du hast weniger Talent gehabt, aber dafür einen eisernen Willen und eine Durchsetzungskraft. Woher hast du diese Kraft genommen, diesen Willen an die Weltspitze zu kommen im Behindertensport? Also Power habe ich immer viel gehabt. Das heißt, also ich habe, glaube ich, meine Umgebung immer sehr gefordert mit meinem Bewegungsdrang, mit meinen Engagements, mit meinem Ehrgeiz, irgendwas zu erreichen oder anders zu machen, was also andere Leute im Rollstuhl oder mit Behinderung machen. Und aufs Mutterwerk bin ich auch nicht wirklich gefallen. Und somit bin ich halt immer wieder in Situationen gekommen, wo ich sage, okay, super, klasse. Komme in Situationen rein, in die ein Rollstuhlfahrer gar nicht reinkommt. Und es ist, glaube ich, irgendein guter Freund hat einmal gesagt, es ist sehr gut, dass du im Rollstuhl sitzt, weil wenn du gehen würdest, dann würde die Menschheit dich nicht aushalten und somit bin ich mit meinem 100% Temperament auf den Rollstuhl gefesselt und es passt. Ja, meine Damen und Herren, der vielseitige Peter Wolf und die Seite als Sportler ist nicht wirklich nicht die einzige Seite, in der klasse wurde, als Spitzensportler Weltklasse. Im zweiten Teil unseres Gesprächs werden wir zu sprechen kommen auf den Entertainer Peter Wolf. Sie dürfen gespannt sein. Ich danke Peter fürs Hiersein. Bis nächste Woche. Nächste Woche dann der zweite Teil mit Peter Wolf in Nette Leid.